Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen House Flipper Serie Selling to. Ich stelle euch die potenziellen Käufer vor und zeige, was es braucht, um gezielt an bestimmte Käufer zu verkaufen. Dazu gehen wir direkt mal in das Tablet. Da ist der zweite Tab Buyers. Hier können wir alle verschiedenen Käufer schon sehen. Und heute geht es um Family Johnson. Im Deutschen habe ich gesehen, heißt sie Familie Jensen. Ich kann leider nicht sagen, warum man das einfach so geändert hat, aber so ist es nun mal. A married couple in their mid-30s with three children and a grandma. Zu Deutsch, Ehepaar um die 35 mit drei Kindern und Oma. Wie gesagt, die Übersetzungen sind nicht so pralle. Da muss definitiv doch dran gearbeitet werden, genauso wie die Tatsache, dass die einfach Familiennamen ändern. Das finde ich ja auch der Hammer. Anyway, mit diesem Verkauf geht auch ein Achievement einher, nämlich das Family Man Achievement oder Familienmensch zu Deutsch, wo es heißt, man muss dieser Familie ein Haus verkaufen. Aufgrund meines Speicherproblems, was ich vor ein paar Wochen hatte, steht hier jetzt No Houses, obwohl ich den meisten schon was verkauft hat, bis auf ihn, meine ich. Ja, ursprünglich dem nicht und allen anderen schon. Also nicht wundern, ich hatte den allen schon was verkauft und habe deswegen die Achievements auch schon, aber durch das Speicherproblem gab es da ein paar Probleme. Wir sehen hier zu der Familie noch ein paar Details. Finde ich total süß, dass man sich die Mühe gemacht hat. Hier gehe ich jetzt gar nicht genauer weiter drauf ein. Das ist sowieso zum größten Teil Blödsinn und funktioniert nicht richtig, also lasse ich es einfach. Aber ich finde es cool, dass man sich hier sogar die Geburtsdaten ausgesucht hat. Das finde ich doch total cool. Anyway, wir haben also drei Erwachsene, drei Kinder, das heißt mindestens fünf Schlafzimmer. Das Ganze habe ich mir dann schon mal angeguckt, bin hierüber. Was ich dazu sagen will, ich gehe ausschließlich von den Häusern aus dem Base Game aus, damit auch die Leute, die kein DLC haben, die ganzen Achievements nachvollziehen können. So, jetzt brauchen wir große Häuser, das heißt, wir müssen schon mal hier weiter runter. So, dann hatte ich erst überlegt, das zu nehmen. Dann ist mir aber eingefallen, dass da gar nicht genug Schlafzimmer vorhanden sind. Das, soweit ich weiß, da steht zwar 12 Räume, aber da zählt halt auch Küche und die Badezimmer dazu. Und oben sind drei Schlafzimmer, wenn mich nicht alles täuscht. 1, 2, 3. Unten ist ein Büro. Also ich glaube nicht, dass das genug Räume sind. Hier hätten wir theoretisch wahrscheinlich genug Räume, vor allem wenn ich den Keller machen würde. Muss jetzt aber nicht unbedingt sein, hier sind nicht genug Räume vorhanden. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, das Schloss zu nehmen. Aber dadurch, dass es so viele gibt, die das Schloss für zu viel Arbeit halten, habe ich dann gesagt, nee, dann lasse ich das lieber. Und um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, ob von den 20 Räumen überhaupt genug Schlafzimmer vorhanden sind. Ich kann mich nämlich nur an ein einziges Schlafzimmer erinnern. Das ist draußen. Eine kleine Kammer. Also habe ich mich tatsächlich zu dem Just Marrieds Haus entschieden. Für das Haus entschieden. Weil ich weiß, dass es hier definitiv genug Schlafzimmer gibt. Oben sind 4 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dann sind hier unten im Eingangsbereich ist noch ein Badezimmer. Das sieht man hier. Und daneben sind noch 2 Zimmer. Also da ist genug für Grandma auch bei. Außerdem hat das Haus einen riesen Keller. So, dann gehen wir doch da jetzt einfach mal direkt hin. So, und da sind wir dann auch schon. Ich bin schon so frei gewesen, habe alles aufgeräumt, sauber gemacht soweit und habe jetzt quasi ein Blank Canvas zur Verfügung. Hier unten ist schon ein kleiner Raum, den man gut als Büro nehmen könnte, denke ich. Ich denke, das hier wird eher Grandmas Raum. Dann haben wir hier auch das erste Badezimmer. Dann haben wir hier auch schon eine Küche. Klitzekleines Wohnzimmer. So. Dann gehen wir erstmal hoch und hier kommen dann die eigentlichen Schlafzimmer. Und das Hauptbadezimmer, das größte Schlafzimmer, ich glaube, das ist das kleinste.
Also hier können auf jeden Fall alle drei Kinder und das Elternpaar schon mal gut untergebracht werden. Wir haben trotzdem ein Badezimmer hier oben. Aber das absolute Highlight dieses Hauses ist tatsächlich der Keller. Kann ganz schön herausfordernd sein, weil man halt auch nicht wirklich weiß, was man hiermit machen soll. Aber hier könnte man gut den geforderten Familienraum draus machen, zum Beispiel. Wo kam das Licht auf einmal her? Anyway. Ich denke, das lässt sich gut einrichten. Jetzt habe ich einen Guide gefunden online, der tatsächlich sagt, wir brauchen 6 Schlafzimmer, 2 Küchen, 2 bis 3 Badezimmer, Familienraum, vernünftige Küche etc. Den verlinke ich euch natürlich auch, wie immer. Jetzt sehen wir auch links schon, dass tatsächlich die anderen beiden Familien, Smooth und Gentard oder sowas, und Donald Trusk oben sind. Wir wollen ja aber die Johnson-Familie oben haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ich habe den ersten Tipp schon gehabt, nämlich keine vollständige Küche. What do you mean, no separate kitchen? Okay. So. Und schon ist Dolan Trusk oben, warum auch immer. Yay, schon ist die Familie oben. Also theoretisch könnte ich jetzt einfach direkt an dich verkaufen und hätte den Kauf quasi auch schon drin. Also ihr seht, wenn ihr es wirklich nur darauf abgesehen habt, die Achievements zu machen, denn wir sollen ja an jeden einzelnen Käufer auch verkaufen, dann reicht tatsächlich ein leeres Haus auch. Das finde ich so total interessant. Natürlich kriegst du dann nicht so viel Profit dafür, aber das kann man ja, muss man dann für sich entscheiden. Wenn es jetzt wirklich nur um die Achievements geht, wäre das durchaus auch möglich. Es ist jetzt kein sonderlich großes Grundstück. Von daher, ich finde es jetzt auch nicht so prickelnd, weil man hier nicht wirklich viel draus machen kann. Ich versuche es trotzdem einmal. Zumindest ein bisschen wohnlicher zu machen. Ein Experiment, was mich definitiv auch mal interessieren würde, wäre zu sehen, ob es mehr bringt, wenn wir die Wände streichen oder ob das eigentlich total egal ist, dass die Wände gestrichen sind oder nicht. Das würde mich auch mal riesig interessieren. Das ist aber dann wohl ein Video für ein anderes Mal. Ich mache mir jetzt mal eben schnell das Haus hier zurecht und dann bin ich wieder da. So, mittendrin bei den Vorbereitungen habe ich jetzt gerade beschlossen, dass ich das nicht tun werde. Ich will das absolute Minimum zeigen, das du machen musst, um an bestimmte Käufer zu verkaufen. Ich kann jetzt gerade an die Familie verkaufen. Also lasse ich das jetzt so. Ich habe hier nicht wirklich viel gemacht. Ich habe den Schreibtisch nur rübergestellt. Ich habe hier den halt leer gemacht. Ich habe hier die Tür gedreht. Und ich meine, die Heizung auch verkauft. Dann habe ich hier die Küche verkauft, was bereits Familie Johnson nach oben geschoben hat. Habe hier nur das Sofa mal an die Wand gestellt, weil das stand ja voll weit weg und das hat mich irgendwie doch sehr gestört. Was ich auch gemacht habe, ich habe Steckdosen verkauft, weil ich das halt auch blöd fand. Und die Stecker weiter nach unten gemacht. Die Stecker, die Lichtschalter. Hier bin ich immer noch am Überlegen, wie zum Teufel, was ist das? Und ich habe keine Ahnung, woher dieser Fleck kommt. Aber das habe ich beim letzten Mal schon gehabt. Ich muss sagen, ich finde diese Optik irgendwie cool. Irgendwie hat die was. Naja, anyway. Geh da mal hoch. Dann, was habe ich oben gewechselt? Oben habe ich tatsächlich auch Türen gewechselt. Also nur die Richtung, in die sie sich öffnen. Nämlich hier das Elternschlafzimmer oder das größte Schlafzimmer. Und diese Tür. Außerdem habe ich hier und in dem kleinsten Zimmer nebenan den Fußboden angepasst, genauso wie hier. Und habe hier die Heizung verkauft. Das war so ziemlich alles, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ja, und hier das Waschbecken, hier war ein Waschbecken drin. Aber ihr seht, ich muss nicht mal irgendwas Neues reinmachen. Also, das funktioniert einwandfrei. Jetzt hatte ich gerade den Gedankengang, was passiert, wenn ich da jetzt eine neue Küche reinstelle? Kommt dann die wieder ein anderer Verkäufer hoch? Wir gucken mal. Wir gehen jetzt auf
Küche. Und nimm einfach mal sowas hier. Das finde ich total cool. Gut, vielleicht nicht unbedingt in Neonfarben. Vielleicht nicht unbedingt gleich in Neonfarben. Ich bin am Suchen. Allerdings fand ich den Preis cool, weil hier sieht man jetzt dasselbe in einer anderen Optik. Und das kostet, let's just say, einfach sehr viel mehr. So, gehen wir mal hier runter. Hier haben wir die normalen. Aber das ist auch so extrem viel teurer. Ne, also das hier ist jetzt auf. Ich mach mal. Macht mal diesen hier. Dann wird das besser vergleichen können. Ach nee, okay, doch. Das ist tatsächlich so teuer. 706,85. Jetzt scrolle ich mit meiner extrem lauten Maus hier wieder runter. Dahin. Ja, okay, ist genauso. Okay, ja, dann ist okay. Man kann jetzt, wenn man nicht sowas will, könnte man auch White Gloss oder halt White Matt nehmen, wenn man halt diese Holzoptik nicht möchte, ne? Aber das ist ja eigentlich jetzt Pott wie Deckel. Trotzdem nehmen wir das. Einfach weil ich auf weiß stehe. So, Kinders. So, Johnson-Familie, verabschiedet ihr euch jetzt wieder? Tatsache. Das ist jetzt faszinierend. Einfach nur, weil ich die Küche da komplett rausnehme, geht die Johnson-Familie nach oben. Das ist besonders witzig, weil ich hier auf meinem zweiten Monitor tatsächlich gerade den Guide offen habe, wie wir am besten an die Familie Johnson verkaufen. Und da steht wirklich drin, zwei Küchen. Leute, I mean. Ich meine, ich bin bereit, das jetzt einfach mal zu versuchen, was passiert, wenn ich hier noch eine reinstelle. Da passiert gar nichts. Okay, stellen wir das einmal in den Keller und gucken mal, was dann passiert. Stellen wir mal hier rein. Okay, also zwei Küchen sind definitiv auch der Clou schlechthin, aber am einfachsten ist es, wenn du einfach gar keine Küche hast, tatsächlich. Also entweder du machst es wirklich ohne Küche oder du nimmst zwei. Okay, ja, meinetwegen. Wir halten fest, wir können einfach dieses Haus kaufen, dessen Namen ich leider vergessen habe, werde ich aber nochmal auflisten. Leer, räumst es komplett leer. Ich habe hier wirklich alles schon sauber gemacht. Ich habe den Rasen gemäht. Und habe dann hier drin so ein paar Sachen verkauft. Ich habe überall die Heizkörper verkauft, weil ich die hässlich finde. Ich stelle mir immer vor, dass die Häuser alle Fußbodenheizung haben. Ich habe alle Steckdosen verkauft, weil das Unsinn war. Ich habe Türen gedreht und die Küchen verkauft. Und dann war automatisch Familie Johnson auch schon oben. Und um sie dann wieder hochzukriegen, habe ich einfach zwei Küchen gemacht. That's it. Ich meine, es wäre jetzt noch eine Möglichkeit zu gucken, was passiert, wenn ich das so mache. Es hat was gedauert. Jetzt machen wir das so. Familie Johnson ist wieder oben. Also es ist wirklich überhaupt kein Problem. Man könnte jetzt überlegen, das waren jetzt 706,85 $. Wenn man stattdessen ein Badezimmer macht. Also mir ist aufgefallen, dass hier jetzt tatsächlich, lass mich mal dahin. Dieser Raum, das sieht man oben rechts, nur als Raum gilt und nicht als Badezimmer. Wenn ich jetzt hier oben hingehe, hier steht Badezimmer. So, jetzt gucken wir gerade mal, wie viel das so kostet. 706 Dollar, wenn wir hier jetzt die günstigste Badewanne nehmen, wäre das schon mal dabei? Wäre immerhin noch was günstiger. Also es wäre eine Möglichkeit. Probieren wir es mal aus. So, passt auf. Wir kaufen jetzt nochmal das hier. Einfach weil ich es kann. So. Wenn ihr es richtig machen wollt und nicht einfach nur so, alles leer stehen lassen wollt, machen wir eine Küche rein. Okay. Jetzt ist hier schon ein Badezimmer vorgegeben. Gehen wir da auch noch mal rein und machen hier quasi, hoffe ich jedenfalls, noch ein Badezimmer raus.
So, jetzt ist hier immer noch nur so ein blödes Ding. Okay, gut. Gucken wir mal, was müssen wir denn da noch hinstellen? Stellen wir da noch eine Toilette hin. Die günstigste, die wir haben, aber nur aus dem Base Game. So. Gehen wir mal mit der. Jetzt steht hier aber immerhin schon mal Toilet. Das ist ja auch schon mal. Okay, jetzt wollen wir aber eben einmal kurz gucken. Ich will den Taschenrechner einmal anstrengen. Wir haben 53,29 und vorher die Badewanne für 83,87. Immer noch sehr viel günstiger als das Badezimmer. So, ja gut, wir müssen vielleicht nicht ganz so cheap nehmen. Man kann ja auch das nehmen. Geht ja auch in hübsch. Man könnte das ja so machen. Habe hier jetzt einfach nochmal hinzugefügt. So, dann sind wir bei 191 Dollar und 2 Cent. Aber es ist jetzt das zweite Badezimmer, aber wir sind halt immer noch nicht mit der Familie Johnson oben, ne? Das ist halt schon so ein Problem. Ich denke, ich müsste da jetzt wirklich ein drittes Badezimmer machen. Das will ich jetzt aber nicht. Das will ich ganz einfach nicht. So. Also klar, wenn ihr es günstiger wollt, aber trotzdem vernünftig, dann müsstet ihr am besten wirklich zwei Küchen machen. Es gibt ja auch günstigere Varianten als diese Kombi, die ich jetzt hier hingestellt habe, aber das war schneller. Ich persönlich, wenn ich es jetzt nochmal darauf abgesehen hätte, alle Achievements zu kriegen, ich habe sie zum Glück schon fast alle, würde ich einfach zusehen, so schnell und so günstig wie möglich wegzukommen. Und das ist halt, indem du einfach alles verkaufst, alles leer machst und dann hast du da auch schon deine Achievements. So, ich habe jetzt hier ein voll ausgerichtetes Badezimmer. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so. Aber Familie Johnson ist wieder oben. Damit gehe ich jetzt einmal raus. Ich persönlich, wenn ich dieses Haus komplett flippen würde, würde ich die Bäume wegmachen. Weil man hier ja einfach so alles duster hat, wenn man hier ankommt. Das finde ich schon blöd. Anyway, wir verkaufen an Familie Johnson. Wir nehmen nicht am. Nehmen wir am Gartencontest teil? Wir nehmen am Gartencontest teil. Kriegen wahrscheinlich eh nichts dabei raus, von daher ist das wurscht. So. Put on auction. Okay. Da fällt mir jetzt direkt. Okay. Also mir fällt jetzt als erstes auf Furniture Souls. 7.360 Dollar, ja. Aber ich habe ja Sachen gekauft. Ne? Also. Ist das Haus kaputt? interessant. Okay. There are no bedrooms in this house. I don't have anywhere to cook. There is no big family room. There are no children's rooms. A few walls need painting. A few is good. Okay, so, also das stimmt. Two bathrooms are just right, but if there was one more, it would be even better. So, also drei wären wirklich richtig. One desk. This wooden furniture makes the home very cozy. You don't want to pay the extra for more expensive. Okay, Okay, gut. Ich verstehe. Und ich weiß, dass die relativ nie sind. Also bin ich da sehr vorsichtig mit. Versuchen wir es mal so. Man kann es ja mal versuchen. So, einfach für ein im Prinzip fast komplett leeres Haus 63.000 Dollar Profit. Nimm ich, Dankeschön. Kein Problem. Sondern wollen wir einmal gucken, was das gibt. Ja, wusste ich doch, dass da tatsächlich eine Heizung war. Ah ja, stimmt, den Kamin hatte ich ja auch verkauft, richtig. Da habe ich einfach noch alles umgestellt. Ja, da habe ich nichts gemacht, außer die Steckdosen verkauft. Da habe ich den Lichtschalter runtergetan. Die Wände fand ich da auch sehr cool.
Und die Fenster habe ich geputzt. Da konnte man gar nicht durchgucken. Das sah aus, als wäre es draußen neblig. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass dieses Haus sehr viele Bilder zeigt. Wirklich jeden Raum eigentlich, ne? Elternschlafzimmer hat noch gefehlt, oder? So, und da sind wir auch schon wieder in meinem Büro. Ich liebe es hier. Einfach dieser schöne Ausblick. Ich wäre so gerne wieder mal am Strand. Ach, da kommt die Norddeutsche in mir durch. Okay, als kleines Fazit für Familie Johnson. Wir kaufen uns ein Haus. Ich zeige euch gerne nochmal, welches das war. Gehen hier wieder auf Base und scrollen runter. Mit der womöglich lautesten Maus überhaupt. Und zwar war das das Just Marrieds Haus. Wir machen alles vorher sauber, innen und außen, räumen alles raus, an Müll. Ich habe tatsächlich den Kamin verkauft, die Couch und den Tisch aber behalten. Das Einzige, was ich gemacht habe, war ein paar Sachen umgestellt, Heizungskörper verkauft oder die Anschlüsse dafür jedenfalls und die Steckdosen. Türen gedreht, das war's im Prinzip. Das reicht auch, um an Familie Johnson zu verkaufen. Es muss keine Küche vorhanden sein. Das ist das Wichtige. Entweder ist gar keine Küche vorhanden oder zwei Küchen. Und am besten heißt es ja wirklich drei Badezimmer. Bei mir hat es jetzt keinen Unterschied gemacht, das zweite Badezimmer zu einem Badezimmer zu machen. Einfach geht rein, macht alles sauber drinnen und draußen, verkauft die Küche fertig. Und schon habt ihr die Familie Johnson oben oder Jensen, wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat geholfen und lasst auf jeden Fall eure Fragen da. Ich freue mich schon, wenn wir am Samstag mit dem nächsten weitermachen. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, Chang Choi sein. Oh mein Gott, hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Es tut mir leid. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr sehen wollt von meinen Videos, lasst mir ein Abo da und klingelt das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und bis dahin hoffe ich, ihr bleibt gesund und seid artig. Bis. Excuse me? Was war das? Ah, ja, genau. Hier war mal sowas. Okay. Okay, anyway. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.